Yeah, Japano-Schlampen erleben schlampige Abenteuer. Total schlampig. Japano-Schlampen. Schlampig gezeichnet, schlampig animiert, total stumpfe Anime-Scheiße. Japano-Schlampen. Folge 29. Tanzball? Klaus kauft 100 Kilo Gurken, die auf 96% Wasser bestehen. Er lässt sie zu lange in der Sonne liegen und jetzt bestehen sie nur noch aus 95% Wasser. Wie viel wiegen die Gurken jetzt? Ja, es? Ich glaube, die Antwort ist, Klaus steht auf schwere Gurken. Wer kauft denn 100 Kilo Gurken? Klaus ist vollkommen irre, sage ich Ihnen. Yay, Schulschluss! Moment, wir müssen leider alle hier bleiben. Uns fehlen noch einige Stunden im Unterrichtsplan und deswegen gibt es jetzt ein weiteres 6-stündiges Blockseminar Mathematik. Glaub mir, ich will das genauso wenig wie ihr. Gurken. Oder wir machen jetzt Schluss und heute Abend einen Tanzball. Das verkaufe ich der Schulleitung als Sportunterricht. Yay, Tanzball, Tanzball! Dann erwarte ich euch heute Abend in der Schulaula in festlicher Ballkleidung. Wo bekomme ich denn jetzt auf die Schnelle ein wunderschönes Ballkleid her? Vielleicht durch die Zauberkraft einer Märchenfee. Ja, Schulschluss. Eine Fee, hä? Schulschluss! Yes, ein Milchzahn. Komm schon, komm schon. Hallo, ich bin die Zahnfee. Du musst der kleine Tobias sein. Danke für deinen Milchzahn. Hier hast du etwas Geld. Vergiss das Geld. Zauber mir ein Kleid. Ich kann keine Kleider zaubern. Ich bin nur die Zahnfee. Und was ist mit Tobias passiert? Dasselbe, was gleich mit dir passiert, wenn du mir kein Kleid zauberst. Okay, Nadel und Faden und Stoffe. Kommt herbei. Mehr Tiere. Niedliche Tierlein machen dein Kleid so fein. Das ist nur ein Zahn aus Stoff. Was hast du erwartet? Ich bin nur die Zahnfee und diese Meise ist kein Modedesigner. Doch, eigentlich schon. Ich habe mich bei dieser Kreation für die Farben Grau und Gelb entschieden. Das seid ihr, Kinder, und wie hübsch ihr ausseht. Außer Ciao, deine Krawatte ist nur eine blaue Socke. Und Ash, du trägst ja... Ballkleidung. Du hast all die Bälle gekauft, kaputt gemacht und wieder zusammengenäht, nur für diesen schlechten Gag? Ja. Na schön, kommt jetzt mit in die Aula. Herzlich willkommen zu eurem Tanzball. Ich habe einen coolen DJ für euch besorgt. Ja, hier ist der Tanzball, Ball, Ball, Ball. Es geht los, 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 los. Außerdem gibt es leckeres Buffet für euch und alkoholfreien, zuckerfreien, farbfreien Punsch. Das ist nur Leitungswasser. Das Essen ist aus Plastik. Ja, und absolut unverdaulich. Das heißt, ihr müsst keine Kalorien zählen. Also ich schließe dann die Aula in 6 Stunden wieder auf. Viel Spaß beim Tanzball. Spaß, 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 Spaß. Wir müssen 6 Stunden mit diesem Typ hier bleiben? Ja, ja, ja. 6 Stunden. Ja. Yay! Das war's wieder von den Japano-Schlampen. Na, ist euch etwas an dieser Folge aufgefallen? Etwas bezüglich Frau Lehrerin? Richtig, sie hat heute einen fliederfarbenen Pulli und keinen lilafarbenen Pulli. Tja, da habt ihr uns wohl ertappt. Manchmal passieren solche Trickfilmfehler eben.